weiter geht's hier mit Spyro. Und wo ist die Plattform hin? Da ist sie. Ich will ja irgendwie aus dieser Höhle hier raus. Und deswegen ab nach oben. Und diesmal falle ich hier in so ein blödes Loch rein. Habe ich einen Gegner? Ich hoffe nicht. Die Tiefen, da haben wir jetzt alles abgehakt. Und fliegen deswegen. Ne, hier haben wir wirklich alles abgehakt. Und Wolkenreich haben wir auch abgehakt. Natürlich nur noch im Küstenüberreste was. Wow. Und dann wollen wir gucken, dass wir innerhalb dieses Parts die erste Welt abschließen. Und die, vielleicht schaffen wir die zweite auch, aber ich glaube nicht. So. Ah, ich habe sogar einen richtigen Ort ausgesucht. Jetzt Zeit für Blinkspielereien. Hey, hallo Spyro. Selbst unter der Erde ist es extrem gefährlich, seit Rot aufgetaucht ist. Aber ich stehe auf Herausforderungen. Du weißt ja, wie es mir da unten gefällt. Yeah. Darf ich unter der Erde suchen? Das fragst du noch? Klar darfst du. Das suchen, wo du willst. Du darfst sogar mich besuchen. Aber nicht er suchen, das wäre ein bisschen, ja, extrem. So. Kann ich nicht so zerstören. Wie war das Level nochmal? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, hier war irgendwie Plattform. Und da ist eine Spinne. Was? Hier noch eine Spinne. Wir wollen erstmal gucken, dass wir irgendwie diese ganzen Edelsteine zerstören. Ich habe glaube da einen gesehen, genau. Scheiß auf Juwelen. Ich will hier vorankommen. Und deswegen müssen wir uns also durch diese Welt des Blinkling graben, die billige Abfälschung von The Legend of Zelda. Ich hab's selbst gesehen. Da flog eine Plattform vorbei, ne? Na, die krieg ich noch. Okay. Das möchte ich gerne ein bisschen beschleunigen, geht aber nicht. Schade eigentlich. Boah, wir klettern an der Wand. Wie cool sind wir denn? Noch. Das ist nicht lustig. Das war Billigspiel. Aber wisst ihr, das ist scheiße. Das passiert immer dann, wenn man sagt, ja, ich schaff's eh so. Was soll das denn? Halt dich fest. Du bist ein Maul. Du kannst kratzen, du kannst krabbeln, du kannst schießen sogar. Dann kannst du dich nicht festhalten, oder wie? Komm, jetzt aber. Ich meine, hier, du kannst dich an einer Wand festhalten. An einer Wand, wo du runterfallen müsstest. Du kannst dich da nicht an so einer Kante festhalten. Das wollen wir aber mal sehen. So. Ja, Blinkspiele sind schon scheiße eigentlich. Und eigentlich hasse ich die Blinkspiele an diesem Spiel. Auch wenn ihr sagt jetzt so, oh, Blink ist doch cool. So, zwei haben wir. Jetzt kommt, glaube ich, ein großer Wasserbereich. Genau. Dieses Gebiet ist auch nur in zwei Bereiche geteilt. Und zwar dieser große Wasserbereich hier und der Vorderbereich. Und wir gehen oben lang, denn oben können wir genau werfen und genau spielen. Und wir dürfen natürlich nicht ins Wasser fallen. Aber das war ja euch bestimmt schon klar. So, einziger Haken ist der hier. Ja, also ich gehe lieber hier oben lang. Denn das ist mir nicht sicher, Ungeheuer, eher gesagt. Und hier oben ist ja auch zwar viel los, aber man kann hier genau zielen, alles genau angreifen. So. Man kann nämlich so machen, dann visieren wir an. So. Und die können wir töten. Genau. Dann können wir auch... Wo ist der Edelstein? Da. Oh, lalalala. Na klar. War ja klar. Du bist auf diese Kante gegangen. Warum bist du auf diese Kante gegangen? Jetzt muss ich nochmal hier rein, du blöde Bombe. Ja, du im Wasser machst du direkt Busch, ne? So. Blinkspielereien sind nichts Feines, ey. Für mich ist das gar nichts. Ich
Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ne? Ihr findet vielleicht, sagt so, oh, der Maulwurf ist doch voll cool, was hast du gegen den? Er ist auch voll okay, aber diese, dass er direkt im Wasser stirbt, ist scheiße. Hab ich nicht vorhin... Ah, ich hab vorhin so gehabt, ne? Oh, perfekt geworfen! Alter, Hammer! Die Bombe war geil geworfen, das müsst ihr zugeben. Warum hältst du dich nicht an dieser verfickten Decke fest? Wenn ich die Bombe jetzt nochmal kaputt machen muss, ne? Ich muss oben lang. Oben ist nämlich auch eine Bombe. Also eher gesagt zum Kristall. Oh, Blink ist nichts für mich, ey. Aber ernsthaft. Ich habe ja schon Probleme bei diesen einzelnen Level. Es sind schon 6 Minuten vergangen und ich habe wirklich nur 2 Scheißteile erwischt. Weil der sich ja nicht hier oben festgehalten hat. Bei meiner super Bombe, ey. Das nehme ich dir böse, Blink. Kann ich nochmal so eine Bombe werfen? Ist die Plattform jetzt weiter weg, oder wie? Ja, ich hab'n. Okay. Warum schafft er das nicht? Die töten wir jetzt lieber. Denn die können uns sonst auf die Nerven gehen. So. Dann möchte ich lieber erstmal runter gucken, ob da unten irgendwas ist. Da ist eine. Wo ist die denn gelandet? Ist die jetzt drüben gelandet? Kann ich die rüberwerfen? Ja, ich muss sachte mit den Bomben umgehen. Sehr sachte. Hä? Warum ist das jetzt nicht kaputt gegangen? Ach, ist mir auch scheißegal. Nein! Warum? Ey, ich krieg einen Anfall. Warum wolltest du da nicht rüber? Ich hasse diesen abgefickten Kinderkram hier. Mit diesem Bastard von Blink, ey. Ich habe so schön getroffen und... Ja. Ich habe es auch immer geschafft, von da oben nach unten zu werfen und zu treffen, aber warum schaffe ich das jetzt nicht? Das ist ja Vorführeffekt bei Let's Plays. So. Getroffen, gut, und die Spinne direkt mitgekillt. Ich trau dem nicht, deswegen gehe ich immer rückwärts. Falls er sich jetzt so Dings die ist tot. Und die auch. So. Ich trau Blink nicht. Nicht getroffen? Das war nicht witzig. Vor allem da schaffst du es nicht hin. Ah, ich hasse diese Welt. Komm, mach schneller. Danke dir. Danke dir. Oh, das Geld kriege ich leider nicht mehr. Macht nichts. Oh, das erste wäre geschafft, ey. Ich bin so glücklich. Ich bin so überfröhlich, ey. Wo gab's noch einen dritten Bereich? Na du? Hier, Spyro. Ich habe ein Drachenei gefunden. Ich wette, ein Lichtedelstein wäre dir lieber. Hm? Nicht unbedingt. Aber ich muss machen und deswegen sehen wir uns erstmal im nächsten Part wieder. Bei diesen verrückten Typen, ey. Ah, dann wird der Scheiß nochmal gespielt. Bis zum nächsten Mal erstmal hier. Masala Vista, Baby.